Ihr habt doch nicht gedacht, dass es vorbei ist, oder? Also, die letzten Türchen, die fasse ich euch jetzt auch noch zusammen. Türchen Nummer 22. Als erstes gab es heute von DM Bio einen Grüntee. Ich mag Grüntee, damit kann man nichts falsch machen. Es windet gerade so sehr, es kommt rüber, als würde die Welt gleich untergehen. Es ist echt. Ist nicht der beste Grüntee, den ich getrunken habe, ist aber auch nicht der schlechteste. Im Foodist-Frühstücks-Adventskalender gab es heute Active Oats. Absolut keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke, das ist halt einfach genauso wie alles andere: Porridge, Oatmeal. Das sind alles nur andere Bezeichnungen dafür. Hier ist es auf jeden Fall mit Schokolade und Haselnuss und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Im veganen Adventskalender gab es heute etwas, meiner Meinung nach, ein bisschen ausgefalleneres, und zwar einen Black Pepper Mix mit Cashewkernen und Peanuts. Finde ich mega cool, muss ich auf jeden Fall probieren und ich denke, da freuen sich auch meine Eltern drüber, denn wir mögen alle drei mega gern so Nüsse und vor allem, wenn sie so gesalzen sind oder mit Pfeffer, egal, gewürzt halt. Von Just Spices gab es heute den Kartoffel-Arounder. Ich hoffe sehr, dass der auch gut mit Kartoffelpüree schmeckt, denn darauf hätte ich mal wieder ultra Bock. Und ansonsten bin ich gar nicht so der Kartoffelfan. Dann gab es natürlich wieder meinen Nomo-Tropfen. Ich bin etwas enttäuscht, weil das einfach mein drittletzter ist. Und was mache ich denn ohne meine Nomo-Schokolade? Dann gab es heute noch ein Kinder-Bueno. Da sind wir glücklich drüber. Und von Invisibubble gab es diesen Haargummi. Ich finde, die Farbe ist mega schön und ich freue mich wirklich ganz, ganz doll über diesen kleinen Haargummi. Waterdrop hat mir heute ein großes Fragezeichen bereitet, denn das hier war drinne. Es steht drauf, es ist ein Cappuccino-Lid. Mal schauen, vielleicht ist es ja nur so ein bisschen ein Teaser fürs nächste Jahr, wenn Kaffeebecher rauskommen. Ist es übrigens nicht. Das ist der Deckel von dem Glas aus dem zweiten oder, keine Ahnung, ganz, ganz am Anfang, dieses doppelwandige Glas, dafür ist der Deckel. Was natürlich wieder wunderschön ist, das von Tiziano. Und zwar schlicht einfach, es ist eine Schüssel. Und da denke ich, passen super unsere Weihnachtsplätzchen rein. Hallihallo, Hallöchen von Tag 23. Wir fangen direkt an. Es regnet wie Bocke. Ich mag Regen nicht. Entweder Sonne, Schnee, von mir aus auch Wind, aber Regen finde ich eklig. Heute haben wir angefangen mit einer ruhigen Stunde im DM Bio Adventskalender, Tee-Adventskalender. Und zwar ein Tee mit Kamille, Salbei und Orangenschale. Und ich muss sagen, der riecht schon sehr, sehr gut. Oh, und der schmeckt auch lecker. Im Frühstücks-Adventskalender von Foodist gab es heute eine Tomatenaufstrichcreme mit Azuki. Ich habe keine Ahnung, was Azuki ist, aber das hier ist salz- und zuckerarm und vegan. Also probieren wir auf jeden Fall mal aus. Sehr cool fand ich heute das Türchen aus dem veganen Adventskalender von Foodist. Es gab nämlich eine große Packung Puka-Tee und zwar den mit Wildapfel und Zimt und der ist richtig lecker. Die Leute, die mir auf TikTok folgen, die wussten schon, dass in Türchen 23 das Zucchini-Gewürz drin ist bei Just Spices, denn das haben wir schon im Letzt-Test geöffnet. Wie könnte ich ohne meinen Nomo-Tropfen vegane Schokolade, die einfach wirklich gut schmeckt? Und dann gab es heute noch ein Duplo. Das werde ich dann, gehe ich, meinem Papa geben. Im Adventskalender von Invisibubble gab es heute diesen Haargummi. Das ist so ein ganz helles Blau. Ich selber beschreibe es als Schneeflockenblau. Ich finde es richtig, richtig schön. Und ich denke, ich habe da schon eine Idee, was ein Weihnachtsoutfit angeht. Bisschen schade, schade, Schokolade ging es mir heute bei dem Waterdrop-Türchen, denn es gab diese Probepackung Snow. Snow ist eins meiner Lieblingssorten und da hätte ich mich sehr über eine große Packung gefreut. Naja. Und zu guter Letzt gab es diese Vase von Tiziano. Die ist richtig schön, denn die ist geschwungen. Leider ist meine mit Haarrissen überzogen, aber das ist nicht schlimm, denn der Kundenservice von Tiziano ist Bombe. Es ist tatsächlich schon soweit. Es ist Heiligabend, der letzte Tag von Adventskalender öffnen und damit Doors of the Day bzw. Doors of the Week. Türchen 24 im DM Bio Adventskalender gab es heute einen weißen Winterpunsch und der duftet schon die ganze Zeit mein gesamtes Zimmer voll. Deswegen freue ich mich jetzt drauf, den auch zu probieren, denn oh, es riecht so gut. Oh, lecker. Er ist so lecker. Im Foodist-Adventskalender, der Frühstücks-Adventskalender, da gab es heute dieses Glas. Das ist ein Porridge-Glas von Three Bears. Und ich hatte noch nie so ein Glas. Da kann man nämlich bis un also unten Porridge reinfüllen. Dann steht dran Milch und dann oben Topping mit so Linien. Finde ich sehr, sehr cool. Freue mich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Und ich melde euch dann zurück,
ob es mir was bringt, ob ich das cool finde. Ich finde es sehr einfach und das gefällt mir aber sehr gut. Deswegen, I'm happy about it. Im veganen Adventskalender gab es heute auch etwas, was für mich ein bisschen ein Zeichen ist. Und zwar dieses Gewürz. Das ist ein Apple Pie Gewürz und ich mache sehr gern Apfelkuchen bzw. so kleine Apfelküchlein. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es mal wieder Zeit dafür ist. Die Leute, die Just Spices kennen, die wissen, was sich hinter Türchen 24 befindet. Das beliebteste Gewürz von Just Spices, und zwar das Avocado-Topping. Dieses Jahr sowohl im Großen als auch im Kleinen in dieser großen Packung. Außerdem, was ich auch selber sehr, sehr cool finde, bei Just Spices gibt es jedes Jahr noch einen Gutschein. Dieses Jahr gibt es für mich wieder einen 5-Euro-Gutschein. Es geht von 5 bis 10, 20, 25 und 50. Finde ich sehr cool, freue mich auf jeden Fall, mir selber damit ein kleines Gewürz zu schenken. Dann gab es heute natürlich auch wieder meinen Nomo-Tropfen. Ist ja leider mein letzter. Aber ich hoffe immer noch sehr, dass wenigstens ein bisschen Nomo-Schokolade auch unter meinem Baum liegt. Und auch dieser Code wurde verlängert. Bis zum 15.01. spart ihr mit meinem Code EMLXNOMO12 12% auf das gesamte Sortiment von Nomo. Und die haben natürlich viel mehr als diese kleinen Tropfen. Die haben Riegel, Rentiere, Lollis, alles. Super lecker. Dann gab es im Kinder- und Ferreo Selection Adventskalender heute wieder ein Tronki. Dann gab es noch im Invisibubble Haargummi Adventskalender diesen wunderschönen Scrunchie. Ich liebe es, es gibt diese Farbe noch nicht in meiner Sammlung, deswegen bin ich da natürlich erst recht sehr glücklich darüber. Und das ist ein kleinerer, das heißt ein Slim Haargummi ist hier drin statt der Original. Da freue ich mich natürlich erst recht drüber. Bei Waterdrop gab es am 24. immer schon eine Flasche oder einen Tumbler. Dieses Jahr gab es nur die Flasche. Aber wie schön ist die denn bitte? Die ist so dunkelblau, also wirklich so nachtdunkelblau, mit goldenen kleinen Elementen und größeren Elementen. Richtig schön. Es gab eine Auflage von 20.000. Ich habe heute tatsächlich auch schon Türchen 25 vom Waterdrop Adventskalender aufgemacht, weil ich morgen dafür einfach keine Zeit habe. Deswegen zeige ich euch das jetzt auch. Das ist der Planer von Waterdrop. Den gab es letztes Jahr auch schon, aber viel weiter vorne in den Türchen. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr darauf, meine gesamten Sachen für 2023 reinzuschreiben. Viele tolle Projekte für unsere Community. Und ja, ich lieb's. Und apropos Community. Bei Tiziano gab es dieses Jahr nämlich, das ist einfach eine Spardose. Und es steht drauf, für Herzenswünsche. Und ich habe mich dazu entschieden, das wird unsere Community-Sparbüchse. Das heißt, alles, was an Verlosungen und so, an Geld zusammenkommt, mache ich hier rein. Und ja, freue mich dann auf das Jahr 2023 und ganz viele Wunscherfüllungen für euch. Wow, das war's dann also mit dem gesamten Adventskalender-Special dieses Jahr für 2022. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das machen kann und auch in diesem Ausmaß machen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gefallen hat. 100% ehrlich, hier kommt die Review. Starten wir mit dem DM-Adventskalender. Ich weiß es nicht, aber ich fühle es einfach jeden Morgen. Ich habe es mega toll gefunden, jeden Tag einen Tee zu haben, den ich direkt trinken konnte und der war noch warm. Klar, es waren ein, zwei dabei, die mir jetzt nicht so gut geschmeckt haben, aber im Großen und Ganzen war das echt cool. Für den Preis kann man absolut nichts sagen. Einfach mega. Und das ist auch der, der nächstes Jahr auf jeden Fall safe wieder mit dabei ist. Als nächstes der Frühstücks-Adventskalender von Foodist. Er war cool, es waren viele Sachen dabei, die ich mir so nie gekauft hätte, aber ich denke, ein Adventskalender von Foodist hätte vollkommen ausgereicht, denn da sich die beiden dann doch recht ähnlich waren, da eben alles vegan war und so, ich denke nicht, dass ich mir nochmal diese beiden holen werde. Ich denke im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder Foodist, aber dann lieber den, der hieß dieses Jahr Snacks and Treats, da sind nämlich die Foodist Eigenmarkensachen drin. Und sonst gerne dann vielleicht noch einen mit Getränken oder irgendeinen von einem Influencer oder so. Ich denke, das wäre dann auf jeden Fall für mich persönlich noch für mehr Abwechslung. Weil ich dachte, die beiden sind sich schon recht ähnlich gewesen. Der Adventskalender von Just Spices hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, finde ich. Ist sein Geld auf jeden Fall wert. Den habe ich mir ja tatsächlich auch selber gekauft. So viele Gewürze, die ich jetzt habe, die reichen mir wahrscheinlich schon bis nächstes Jahr. Es waren so ein, zwei dabei, wo ich jetzt gesagt habe, okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen, aber die sind jetzt einfach in Weihnachtsgeschenken gelandet, also ist alles gut und ja, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann gab es natürlich noch die beiden Schokoladen-Adventskalender, einmal den von Nomo mit veganer, glutenfreier und nussfreier Schokolade. Für den Preis kann man absolut nichts sagen, wirklich sehr leckere Schokolade, sehr hochwertig, jeden Tag so Kleinigkeiten an den Türchen, richtig, richtig süß designt.
Aber Nobo hat so viele tolle Produkte, dass ich mich nächstes Jahr auf jeden Fall über so einen großen Adventskalender freuen würde, wo dann zum Beispiel die Schokolollis drin sind und die Rentiere und die Riegel und weiß ich, was die noch alles rausbringen werden innerhalb von einem Jahr. Das finde ich sehr cool und da würde ich auch mehr Geld ausgeben. Bisschen schwierig fand ich persönlich den Kinder in Ferrero Selection Adventskalender. Preis-Leistung war okay, aber dann lieber Full-Size-Produkte anstatt diese Mini-Sachen und dann ein bisschen mehr zahlen. Ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich nach einer Weile einfach nicht mehr so fasziniert. Also gerade die Riegel sind ja cool, dass die großen drin sind. Aber jetzt gerade bei Hanuta oder auch bei dem Bueno habe ich gedacht, ja okay, vielleicht hätte man sich das da noch ein bisschen anders überlegen können. Für den Preis ist es gut, aber ich denke, ich werde ihn mir selber nicht mehr holen. Sehr krass positiv überrascht, vor allem da ich die Bewertungen vom letzten Jahr eher ein bisschen durchwachsen fand, war der Adventskalender von Invisibubble. Und ihr wisst ja, ich liebe die Haargummis von Invisibubble allgemein sehr. Das heißt, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen. Aber dadurch, dass ich schon auch sehr viele hatte, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob da wirklich so viele Neuheiten für mich drin sind. Und tatsächlich habe ich glaube, zwei Sachen drin gehabt, die ich eigentlich schon gehabt habe. Alles andere war neu. Und das war für mich dann halt auch so, okay, wow, selbst als wirklich eingesessener Fan dieser Marke ist der Adventskalender noch was. Und ich denke auch, dass Invisibubble ist ja eine Marke, die sehr zielstrebig ist, sehr weit vorausschaut, meine Meinung. Und ich denke, da ist für den Preis auf jeden Fall, das ist mega drin, es ist mega cool, super schön designt. Und der ist einer, den würde ich mir nächstes Jahr sogar auch wiederholen. Der Waterdrop Adventskalender. Das Design ist schön. Die Produkte waren hochwertig. Mir persönlich, und ich rede jetzt von meiner Meinung, hat dieser Adventskalender nicht so gut gefallen. Wieso? Weil 150 Euro für den Kalender aus meiner Sicht zu viel sind. Da sind zu viele Füllprodukte drin. Da sind zu viele Produkte drin, wo man sich denkt, hätte jetzt nicht sein müssen. Letztes Jahr hat er mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen, aber ich denke, das war auch dieses erste Mal, Waterdrop, voll toll. Und dieses Jahr ist mir dann aufgefallen, okay, das ist die gleiche Schiene. Die fahren genau die gleiche Schiene mit Mini-Packungen, mit diesen Füllprodukten. Auch wenn ich es cool fand, dass es Produkte speziell nur für den Adventskalender gab, wie zum Beispiel den Flaschenhalter. Aber dieser Adventskalender ist halt einfach einer, den kaufst du dir einmal und dann vielleicht in 4, 5, 6 Jahren wieder, anstatt ihn jedes Jahr zu haben, weil es sind halt wirklich jedes Jahr ähnliche Produkte. Jedes Jahr wäre er auf jeden Fall nichts für mich und damit auch nächstes Jahr für mich persönlich raus. Der Tiziano Adventskalender ist für mich eine so extrem positive Überraschung gewesen, weil ich dachte, ja okay, komm, ich bin 23, ich mache mir jetzt langsam Gedanken, alleine, also ganz alleine zu wohnen, nicht mehr in der WG, nicht mehr zu Hause, sondern wirklich allein und ein paar schöne Sachen hat ja jeder gerne. Aber dann habe ich auch gedacht, aber 24 Porzellanteile, das ist schon ein bisschen viel. Aber für den Preis, für die Sachen, die drin sind, für die Auswahl allgemein, ich war wirklich ja fast jeden Tag geflasht und habe euch natürlich auch gefragt, welchen Adventskalender ihr am ehesten euch fürs nächste Jahr holen würdet. Tiziano ist einer der Adventskalender, die ganz weit vorne sind von, ja, den würde ich mir holen. Und für den Preis habe ich das nicht erwartet, dass er mich jeden Tag so aus den Socken haut, muss ich wirklich sagen. Es sind so viele Produkte da drin, die mich so extrem positiv überrascht haben, dass ich persönlich sage, okay, Tiziano steht für mich auf jeden Fall auf der Liste für nächstes Jahr. Dann vielleicht auch der, es gibt ja zwei Stück von Tiziano, einmal den mit Winter-Weihnachtsdekoration und einmal den mit der Alljahres-Dekoration, den ich jetzt dieses Jahr hatte. Ich denke, da ist wirklich auch für mich so ein Ding, wo ich so sage, wow, okay, krass, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste für nächstes Jahr. Und damit ist ja die gesamte Weihnachtszeit auf meinen Kanälen vorbei. November, Dezember sind jetzt so extrem schnell vorbeigegangen. Ich komme da nicht so ganz mit klar. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Das tägliche Auspacken auf Instagram, die tägliche kleine Zusammenfassung auf TikTok, die große Zusammenfassung hier. Und ich hoffe deswegen natürlich auch,
ganz doll, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid, denn fürs nächste Jahr sind auch ganz viele tolle neue Formate geplant, neue Projekte geplant. Es sind schon welche so gut wie beendet, wo ich mich einfach so sehr darüber freue, das dann auch mit euch teilen zu können. Und natürlich habe ich fest in meinem Terminkalender stehen, dass wir ab September dann wieder einen Adventskalender-Guide machen und dann auch im November, Dezember die Let's Tests und das Auspacken und alles, ist alles wieder mit dabei. Ich freue mich ganz, ganz doll darauf. An der Stelle würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr diesem Video und so vielen Videos, wie ihr wollt, einen Daumen nach oben gebt und fleißig kommentiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Adventskalender, den ihr dieses Jahr nicht gesehen habt, interessant fürs nächste Jahr wäre, in diesem Umfeld hier auf meinen Kanälen. Dann wäre es natürlich ganz wichtig, dass ihr abonniert kostenlos und dann die Glocke aktiviert, sodass ihr das nächste Jahr nicht verpasst. Denn ich sag euch, es fängt mit einem Knall an. Ich wünsche euch an der Stelle eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns erst nächstes Jahr wieder, denn ich mache jetzt meinen Social Media Detox, um ein bisschen vorzuarbeiten, ein bisschen Zeit für mich und meine Familie zu haben. Und ab dem 1.1. geht's dann wieder los. Merkt es euch, 1.1.23, 11.11 Uhr. Mehr sage ich dazu nicht. Ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ciao, ciao!